Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal am 10.06.2020. Es ist Mittwoch. Heute war Claudia da. Ich war heute nicht gut drauf und habe auch sehr wenig gesprochen. Ich bin schon seit 7 Uhr wach. Oder kurz vor 8 oder so, oder halb 8. Ich bin schon sehr lange wach und bin dementsprechend müde und konnte mich heute für nichts begeistern. Dann war jemand von der Volkshilfe da, den ich nicht besonders gut leiden kann. Und wo ich mit der Arbeit sehr unzufrieden bin. Es hat besser funktioniert heute. Aber da ist so eine generelle Antipathie gegen die Person und ich möchte hier keinen Namen nennen. Aber ja, das ist bei zwei, drei Personen von der Volkshilfe so. Weil es auch Vorkommnisse gab und darauf nicht reagiert wurde und immer wieder Probleme. Und aber mit dem Rest komme ich gut klar und nur der kommt selten und gerade die zwei, drei Personen, die ich nicht so mag, kommen halt häufiger. Und das ist ein bisschen blöd, aber es lässt sich nicht anders einteilen. Und da ich schon so früh wach war, habe ich gehofft, dass um 9:30, so wie meistens, wenn ich bis 9 liegen bleibe, um 9:30 jemand von der Volkshilfe auftaucht. Es war dann 10:30. Also hätte ich viel länger schlafen können. Ohne Probleme wach werden und dann duschen gehen und das hat mich schon mal grundsätzlich genervt, weil das so blöd war, weil ich nicht mehr schlafen konnte und nicht mehr liegen konnte, weil ich so Kreuzweh hatte. Und Claudia hat sich zwar sehr bemüht, aber sie hat auch nicht viel aus mir rausgebracht, dadurch, dass ich so müde war und einfach genervt auch, weil ich ja momentan mein Handy verkaufe und da immer wieder unterschiedliche Aussagen getätigt werden. Von Leuten, die zusagen und dann wieder absagen und sagen, sie kommen heute und dann doch morgen und so. Und das hat mich sehr genervt und sehr abgelenkt und deswegen war ich auch nicht unbedingt freundlich zu Claudia. Was aber nichts mit ihr zu tun hatte, sondern einfach der Situation geschuldet war. Und ja, der Tag war sehr anstrengend für mich und sehr aufwühlend. Ich hatte den ganzen Tag Bauchweh. Und habe auch nur drei Kaffee getrunken. Nicht so wie sonst 4 bis 6. Und ja, mir ging es auch insgesamt nicht so gut. Stimmungsmäßig. Ich habe erfahren, dass eine Ordinationsgehilfin in meiner Hausärztin vor kurzem verstorben ist, die ich sehr sympathisch fand.
Ich habe ja eine Zeit lang bei meiner Hausärztin ein Praktikum gemacht. Und sie hat mich immer sehr unterstützt und mir nicht so schwere Aufgaben gegeben. Und ich konnte mit ihr besser klarkommen als mit der anderen Assistentin. Und es hat mich sehr runtergezogen, dass sie verstorben ist, weil sie noch nicht so alt war und also im 49. Lebensjahr. Und das hat meine Stimmung heute schon mal schlecht anfangen lassen. Und tagsüber hat sie sich dann weiter verschlechtert. Es macht mich sehr traurig, dass diese Person gestorben ist. Und ich finde es total schade. Ich kann meine Gefühle dazu gar nicht wirklich in Ausdruck bringen. Ich war wirklich schockiert. Und es hat sich halt heute über den ganzen Tag gezogen. Ich hätte gern mit Kerstin gesprochen. Die hat aber auch keine Zeit. Die ruft mich am Freitag wieder an. Morgen möchte ich sie nicht stören, weil Feiertag ist. Aber es sind so einige Faktoren zusammengekommen, die aus dem Tag keinen guten Tag gemacht haben. Und das war sehr mühsam. Meine Stimmung ist so mittelmäßig bis eher schlecht. Ich bin sehr nachdenklich und etwas überfordert. Hab Claudia auch eine Stunde früher nach Hause geschickt. Das musste heute einfach sein. Ja, ich kann nicht viel erzählen. Es ist nicht viel passiert und der Käufer oder die Käuferin, die zuerst mein Handy haben wollte, ist mir abgesprungen. Und dann hat sich ein anderer gemeldet. Der nimmt es morgen. Aber der war vorher auch ausgemacht, dass es heute wird. Das wäre ein Höhepunkt gewesen. Aber dazu ist es auch nicht gekommen und das war sehr mühsam und die Hin- und Herschreiberei und das Ganze. Und da hat mir Claudia auch geholfen, wofür ich sehr dankbar bin, aber der ganze Tag war einfach beschissen, wenn ich das auf YouTube sagen darf. Also, ich wünsche euch, dass euer Tag heute besser ist und morgen einen schönen Feiertag. Macht's gut. Ciao. Arenas. Bis zum nächsten Mal.